Hey Leute, willkommen zum nächsten Teil von Let's Play OMSI 2. Wir werden heute mal wieder mit einem Bus mit Schaltgetriebe unterwegs sein. Und deswegen werde ich heute nicht mit Lenkrad fahren, wie sonst immer hier im Let's Play, sondern heute werde ich mal wieder mit Tastatur fahren. Und zwar fahren wir heute mit einem Setra S317 UL. Und mit diesem Bus werden wir heute auf der Map Waldhofen unterwegs sein. Und auf dieser Map sind wir auch noch nie unterwegs gewesen, also fahren wir heute das erste Mal mit diesem Bus hier im Let's Play. Und auch zeitgleich auch noch auf einer Map, auf der wir bis jetzt hier im Let's Play auch noch nie unterwegs gewesen sind. Und der Bus und die Map gefallen mir beides auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ihr werdet ja im Verlauf der Fahrt dann den Bus besser kennenlernen auch und die Map und so weiter ein bisschen was sehen. Und da werdet ihr sehen, dass beides auf jeden Fall richtig, richtig gut umgesetzt ist. Ja, und wir werden heute hier mit dem Bus die Linie 592 von der Haltestelle Hofkamp nach Ampattberg Schleife fahren. Und dann werden wir es so machen, dass wir im nächsten Teil hier vom Let's Play dann nochmal eine weitere Linienfahrt hier auf der Map fahren, die etwas kürzer ist als die Linienfahrt. Wir werden heute circa eine halbe Stunde unterwegs sein. Und dann die nächste Linienfahrt, die wir jetzt im nächsten Teil vom Let's Play fahren werden, die ist circa 15 Minuten lang. Und zwar ist es sozusagen so eine Anschlusslinienfahrt an die Linienfahrt, die wir heute fahren. Und zwar fahren wir dann die 595 von der Haltestelle am Pattberg Schleife, also von der Endhaltestelle der heutigen Fahrt, dann bis zur Haltestelle Schloss Salthammer. Aber was genau damit jetzt auf sich hat, an diese Ergänzungsfahrt, wie ich es gesagt habe, Anschlussfahrt, da komme ich dann während der heutigen Fahrt mal drauf zu sprechen. Jetzt bereiten wir erstmal den Bus auf die Fahrt vor, weil ich glaube, in circa 4 Minuten müssen wir schon hier an der Haltestelle Hofkamp losfahren. Steht, glaube ich, sogar auch hier genau 592 nach Ampattberg Schleife, Abfahrt in 4 Minuten. Und die nächste dann 34 Minuten später, also im halben Stundentakt, fahren die jetzt aktuell die Linien. So, wir wählen also direkt mal den passenden Fahrplan aus. Erstmal die Linie, das ist die 592 und dann Umlauf, beziehungsweise bei der Linie wählen wir jetzt hier aus 592 bis 595 und der Umlauf, dann nehmen wir gleich den ersten hier, Umlauf 1, da geht es los um 9.48 Uhr, also in 4 Minuten, wir haben jetzt 9.44 Uhr und um 10.16 Uhr kommen wir an der Haltestelle am Pattberg Schleife an. Genau, nehmen wir den Fahrplan gerade mal an, lösen Wagen Nummer 24 ab und können direkt mal in den Bus reingehen und dann den Bus vorbereiten. Müssen wir gerade mal gucken, genau da vorne werden wir die Fahrgäste aufnehmen. Wir stehen wahrscheinlich gerade so hier am Terminus, an der Endhaltestelle und da vorne, ein paar Meter weiter vorne, nimmt man dann wieder die Fahrgäste auf für die Fahrt in die andere Richtung, also jetzt halt dann in Richtung am Pattberg Schleife. So, also einmal hier hinter das Lenkrad vom schönen Setra S317 UL. Und ihr habt ja eben schon den Bus von außen gesehen, da ist der auf jeden Fall schon richtig gut umgesetzt und von hier innen sind die Texturen, finde ich, nochmal besser als von außen. Also von außen ist der schon echt gut umgesetzt, finde ich. Sieht ja schon mal auf jeden Fall sehr, sehr schön aus, aber von innen, finde ich, sind die Texturen auch nochmal geil aus. Also die sind ja hier schon ziemlich hoch auflösend. Ihr seht es von den Lichtern und so weiter. Hier von dem Schriftzug und so. Sieht schon echt alles richtig gut aus. Aber besonders hier von innen, von den Cockpit-Texturen, bin ich auf jeden Fall echt richtig begeistert. Sieht echt alles richtig, richtig gut aus. So wie wir es zum Beispiel auch von dem Setra S319 UL auch schon sozusagen gewohnt sind. Mit dem sind wir ja schon mal hier im Let's Play gefahren. Und ich glaube, der ist nämlich genau vom selben Modder, also vom selben Entwickler, wie auch dieser Setra S317 UL. Und der ist auf jeden Fall echt richtig gut umgesetzt. Also sieht auf jeden Fall alles sehr, sehr schön aus. So, hier liegt unser Fahrplan. Kann man hier nochmal so vorholen. Brauchen wir jetzt aber nicht. Wir machen jetzt erstmal die Bordelektrik an. So, da gehen gleich hier die Kontrolllampen an und mehrere Warntöne ertönen hier. Wir starten direkt mal den Motor. Und der Warnton ist einfach hier wegen allgemeinem Fehler, weil wir noch nicht genug Druck haben für die Bremsen. Geben wir mal kurz im Leerlauf Gas. Dann können wir noch ein bisschen Druck aufbauen, bis der Ton weg ist. Sollte aber gleich soweit sein, dass der Ton weg ist. Hier seht ihr hier, wie viel Druckluft wir für die Bremsen haben. Na. Jetzt soll's. Genau, jetzt haben wir genug. So, wir stehen hier nochmal kurz, wird noch ein bisschen Druckluft aufgebaut. So, wir aktivieren gerade mal die Kasse, genau. Oh, jetzt ist wieder Druckluft abgefallen. Sobald er hier über diese weiße Markierung, hier über die 7 Bar ist, geht der Warnton weg oder ungefähr bei 7 Bar. Wird gleich wieder wahrscheinlich ein bisschen abfallen. Aber jetzt geht's. So. Dann gehen wir mal kurz hier die Linie ein. Wir fahren die, ich weiß gar nicht, ob man das hier einfach eingeben kann, glaube ich, ne? Wir fahren die 592. Da muss man hier nochmal irgendwas drücken. Das habe ich mir nämlich bei dem Bus hier noch nicht so genau angeschaut, was man hier drücken muss für die Linieneingabe. Weil hier steht jetzt irgendwas, das ich überhaupt nicht lesen kann. Keine Ahnung, was das für eine Sprache ist. Wir könnten jetzt einfach mal hier mehrere Tasten drücken, aber ich wüsste auch nicht. Aber wobei, jetzt sind wir hier in dem Menü. Gucken wir mal, so hochgehen oder Enter. Ob hier irgendwas geht. Ich meine, wir können aber gerade nichts eingeben, ne? Gehen wir nochmal auf Space.
Button. Ich weiß nicht, wie man hier jetzt die Linie eingibt bei diesem Gerät. Das habe ich noch nicht herausgefunden. Weil dann hätten wir jetzt auch die Ansagen hier, weil bei der Map, genau, gibt es ja auch Ansagen dabei und die werden halt dann, so könnte man immer vorschalten, aber da ich jetzt nicht weiß, wie man das hier eingibt, machen wir es so, dass wir jetzt einfach über Spielmenü schildern. Also, wir nehmen die 592 nach am Pattenberg. Am Pattberg Schleife. So, da kommen die Leute schon vorgelaufen, bleiben wir gerade hier stehen. Machen gerade die vorderste Tür auf. So, Haltestellenbremse setzen wir schon mal, können schon mal die Feststellbremse lösen. So, und dann steigen Sie mal ein, die Damen und Herren. Morgen. Guten Morgen, hallo. Hallo. Genau, fahren wir heute kurz vor 10 Uhr jetzt hier. In 0,3 Minuten geht's los. Ja, leider weiß ich jetzt echt nicht, wie man das hier eingibt. Wie man jetzt hier, wie man jetzt hier Linie auswählt. Weil da steht auch irgendwas. Kein Plan, was da steht. Wir können ja auch nicht so viele Tasten hier drücken. 0, ja gut, die Zahlen könnten wir drücken. Ah, das hier vielleicht. Ich glaube, warte mal, das könnte. Nehmen wir das mal. So. Bestätigen mit Enter. Und das hier vielleicht. Probieren wir es einfach mal. 02. Oh. Was immer das jetzt heißt. Vielleicht Route nicht verfügbar oder so. Keine Ahnung. Aber bevor wir jetzt zu spät los haben, wir können vielleicht später während der Fahrt nochmal, wenn wir Zeit haben, nochmal kurz da reinschauen. Aber. Genau, aber das müsste es irgendwie sein. Also irgendwie über diese Tasten hier oben. Oder das. Und das hat er gespeichert, die 529. 00, machen wir nochmal. Enter. Ah ne, das heißt wahrscheinlich Ziel. Oder heißt das vielleicht Linie? Warte mal, wie viel können wir... Hier, guck mal, hier können wir nur zwei Zahlen eingeben. Das heißt, das ist die Route. Und das ist dann das Ziel, weil hier kann man fünf Zahlen eingeben. 529, 00. Und ja, Rad müsste die Route sein. Irgendwas falsche Route oder so. Ah ne, guck mal, steht ja Dienstwagen. Ach ja, ist ganz falsch. Ah ja, jetzt bekommen wir Verspätung, jetzt machen wir das noch schnell, warte mal. Das stimmt. Route 02. Gucken, was er dann schildert. Ah ne, komm, machen wir wieder. Ich habe es nochmal über das Spielmenü geschildert. Sollen die Leute nämlich wieder aussteigen. So, dann fahren wir mal los. Also, ersten Gang rein. Haltestellenbremse lösen. Ich muss auch hier zur Kupplung treten. So. Und erstmal abgewürgt. Ja, geil. Haben wir die Haltestellenbremse noch gesetzt? Jetzt gelöst. So, jetzt aber. Ja, keine Ahnung. Also irgendwie so muss es da zu bedienen sein. Also das muss schon stimmen, was wir da gesehen haben mit Route und so weiter. Aber gut, egal. So, bevor wir jetzt noch mehr Verspätung hier reinbekommen, machen wir das lieber wann anders. Wenn wir nochmal irgendwie Zeit haben. So, Glück gehabt, das Signal ist gerade auf Fahrt umgesprungen, wo wir hergekommen sind. Na, ein bisschen eng für den großen Bus hier. Schon relativ lang, ich glaube. Ich weiß gar nicht, wie viele Meter. Ich glaube 13 oder irgendwas. Oder 13, 14 Meter. Irgendwas in dem Dreh ist der lang. Aber hat halt hinten noch eine Doppelachse, wo die eine, die hintere Achse noch mitgelenkt ist. So, und los geht's mit unserer Linienfahrt hier über die schöne Map. Waldhofen ist auf jeden Fall echt eine ziemlich coole Map. Bin schon mal ein bisschen so über die Map geflogen, habe mir schon mal so ein paar Streckenabschnitte hier angeschaut. Also halt geflogen in dem Sinn, dass ich halt über den Kameramodus F4 genommen habe und es dann gemacht habe. Und dann halt über die Map sozusagen geflogen bin. Mir die Map von oben mal so ein bisschen angeschaut habe. Und das, was ich da von der Map gesehen habe, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Das muss echt weit ausholen hier mit dem Bus. Fuck. Hä, was war da? Hä? Wo sind wir jetzt bitte hängen geblieben? What? Hä? Wieso geht der mal aus? Da ist doch gar nichts. Fahren wir geradeaus. Warte mal, mal kurz mal Kollisionen aus. Ich kann gerade nicht ganz nachvollziehen, wo der Bus hängen bleibt. Na gut. Eigentlich war da nicht kein Schild. Gar nichts war da. Naja gut. So, machen wir beide Türen auf. Die Leute hinten steigen jetzt aus, weil wir vorhin anders geschildert haben. Aber gut, dann sollen sie aussteigen. Oder? Ja, steigen aus. Naja gut. Guten Morgen. Also irgendwie, also wir waren schon auf dem richtigen Weg mit dem, wie wir hier eigentlich da jetzt über das Ibis sozusagen, es wird ja auch ein Ibis jetzt sein, halt
hier in diesem Fahrscheindrucker da schildern wollten. Dass dieses, keine Ahnung, das mit V angefangen hat, das war auf jeden Fall Linie, weil auch von der Länge an Zahlen, die man da eingeben konnte, hat es ja gepasst. Und das andere hat ja dann auch gepasst mit dem, dass man bei der Routeneingabe kann man ja immer zwei Zahlen ja eingeben. Und das war ja da auch der Fall. Und dann war das letzte noch mit dem CEL, was dann halt für Ziel steht. Keine Ahnung, welche Sprache das ist. Aber da konnte man ja drei Zahlen eingeben. Und da hat es ja auch gepasst. Und keine Ahnung, irgendwo habe ich noch was falsch eingegeben. Vielleicht hätte ich 05290 machen müssen oder irgendwie so. Keine Ahnung. So, rechts vor links. Von rechts kommt keiner. Dann kann es weitergehen. So. Und dann beschleunigen wir wieder schön auf 50 km/h dürfen wir hier wahrscheinlich fahren. Gucken, war das jetzt die Alheimer Straße oder kommt die jetzt erst? Na, das ist jetzt die Alheimer Straße. So. Ja, es haben sich ja ein paar, glaube ich, von euch gewünscht, dass wir mal wieder mit dem Setra S319UL fahren. Und da habe ich mir gedacht, da dieser Bus jetzt hier, ich glaube, der ist nämlich noch ein bisschen neuer, der S317UL, mit dem wir jetzt hier fahren. Ja, dann habe ich mir gedacht, dass wir dann doch jetzt mal mit dem hier fahren. Der ist ja ziemlich vergleichbar mit dem S319UL. Wahrscheinlich ein bisschen kürzer als der S319UL, aber genau, dachte ich mir halt, fahren wir mal mit dem hier. Und da ist die nächste Haltestelle. Laurenzbacher Straße. So, und geht richtig flott. Hier kommt Haltestelle nach Haltestelle. Ja, hier auf der Map Waldhofen habt ihr 5 oder 6 Linien, glaube ich, zu fahren. Und wie gesagt, wir fahren heute halt diese eine, jetzt die 592. Und dann direkt im Anschluss werden wir dann im nächsten Teil die 595 fahren, die etwas kürzer ist. Ich glaube, ist sogar die kürzeste Linie hier auf der Map dann. So, schön hier rum. Passt aber ganz gut. Der Bus ist schon relativ groß. Aber hat ganz gut gepasst. Gerade kurz ein bisschen am Bordstein hängen geblieben, aber passt schon einigermaßen. Ist aber gerade auch ganz eng gewesen. Relativ eng gewesen, als eben der Gegenverkehr noch kam. So, dann verlassen wir hier anscheinend kurz mal Waldhofen. Aber wo es hingeht, steht nicht auf dem Schild. Guten Tag. So, guten Tag, der Herr. Einmal normal, bitte. Einen normalen Fahrschein. Man ist jetzt über die Tastenkombination. Ich weiß ja nicht, wie man sich den Fahrscheindrucker bedient. So. Und weiter geht's links lang. Ich glaube, wir haben jetzt hier kurz einen Abstecher von dieser Landstraße oder was es ist jetzt hier, die wir jetzt hier drauf fahren, gemacht. Wir sind nämlich irgendwo da vorne, glaube ich, dann einmal hier so reingefahren zu den ganzen Häusern, Gebäuden und so weiter. Und jetzt geht's wieder zurück auf die Landstraße. Lässt ja uns raus. Danke. Also wenn er halt nicht fahren will, dann fahren wir halt, bevor wir da ewig stehen. Und der nicht fährt. So, und jetzt geht es wieder auf Überlandabschnitten. Dazu passt der Bus ja eigentlich dann perfekt, weil, wie gesagt, Setra S317UL heißt der. Das ist ja die Überlandversion. Und nur 50 und da kommt eine Ampel und steht auch ein Auto. So, rollen wir langsam vor. Wobei, da vorne fahren wir gleich wieder nach Waldhofen rein. Jetzt habe ich ihn abgewürgt. Kurz mal Leerlauf reingemacht. Muss ich nicht die ganze Zeit hier auf der Tastatur die Kupplung halten. Ja, und nächstes Mal werde ich dann wieder mit dem Lenkrad fahren. Aber jetzt fahre ich halt hier mit Tastatur, weil, genau, weil wir mit dem Schaltwagen fahren. Das kann ich ja schlecht mit dem Lenkrad dann fahren. Und gleichzeitig hier noch über die Tastatur dann noch schalten. So, nächste Haltestelle ist schon hier. Und zwar die Andreas-Bernst-Straße. Wartet auch wieder jemand auf uns. Ist irgendwie immer genau eine Person, die, glaube ich, an den ganzen Haltestellen jetzt immer stand. Hier auch wieder eine Person. Guten Tag. Kommen Sie rein. So, dann kann ich euch vielleicht jetzt gleich mal was zu dem erzählen, was ich eben am Anfang meinte mit diesem Anschlussfahrt und sowas. Und da stehen einige Autos, wobei der eine lässt uns rein. Danke, können wir uns gleich mal bedanken. Links, rechts, links, Blinker aus. So. Mal Kickdown. Ich weiß gerade gar nicht, welcher Gang drin ist, aber egal, 5. Gang jetzt. Aber es klappt eigentlich ziemlich gut mit dem Schalten. Aber irgendwie ist es bei allen Schaltbussen so, kann vielleicht auch daran liegen, weil ich mit Tastatur fahre und da das Gas nicht so dosieren kann, dass die immer im ersten, also besonders im ersten Gang beim Anfahren immer so ziemlich so stocken. Oder halt die Drehzahl auch immer so ziemlich variiert. Seht ihr jetzt gleich mal, wenn wir jetzt anfahren gleich. So, guten Tag, der Herr.
Hier eine Haltestelle Weisheit. Kommen Sie rein. Türen sind zu und weiter geht's. Wir sind echt gut Nutzung der Zeit. So, guck, wenn wir jetzt anfahren. Erster Gang. Guck. Immer dieses Hin- und Hergestottere. Aber das ist irgendwie bei allen schaltgetriebenen Bussen so. Das habe ich das immer so, dass ich so hin und her stottern, wenn ich im ersten Gang anfahre. Aber liegt vielleicht auch daran, weil man jetzt halt hier, wenn man mit Tastatur fährt, dann nicht so das Gas irgendwie dosieren kann. Weil in echt macht man das ja so, man lässt ja so langsam die Kupplung kommen, gibt währenddessen halt so Gas und passt das ja so ein bisschen aufeinander ab halt. Stimmt es ja aufeinander ab. Aber hier ist es ja so, ich drücke die Taste Tabulator für die Kupplung. Fuck, bisschen schnell. Drücke die Taste Tabulator für die Kupplung, aber sobald ich die halt loslasse, ist die Kupplung eigentlich so gut wie in ein paar Sekunden oder in ein paar Millisekunden ist hier um sie zwei dann sozusagen komplett zurückgegangen. Und wenn man ja ein echt Auto fährt oder halt Fahrzeug fährt mit Kupplung, ist ja nicht nur Autos ja Schaltgetriebe, da ist es ja dann so, dass man dann die Kupplung so gleichmäßig langsam kommen lässt und halt währenddessen so Gas gibt. Und so kann man das natürlich hier in OMSI 2 nicht machen, wenn man so einen Taste einfach nur drückt. Gut, wenn man jetzt halt Pedale hätte hier, mit denen ich machen könnte, ja, wäre das ja möglich, aber halt bei dem Lenkrad, was ich habe, gibt es ja nur Gas- und Bremspedal, da kann ich ja hier nichts mit Kupplung machen. Guten Tag, hallo. So, bitte schön, Ihr Fahrschein. Oh, hier steigen ein paar mehr Leute jetzt zu. Im Staudamm sind wir jetzt hier. Staumauer. Guck, sieht schon echt schön hier aus auf der Map, finde ich. Aber gerade so zu dem Streckenabschnitt passt der Bus, finde ich, eigentlich ganz gut. Mit dem bisschen so überlandmäßig das Ganze jetzt hier. Aber auch wenn wir jetzt aber innerhalb von Waldhofen sind, glaube ich, ne? Guckt hier schon wieder, beim Anfang stockt es so, aber ja. Ist halt einfach so. Aber sobald wir im zweiten Gang sind, geht's dann eigentlich. Guck mal, sieht schon echt cool hier aus. Auch mit diesem, was da vorne jetzt ist, wo man irgendwie so da als Fußgänger so hochgehen kann. So eine Aussichtsplattform irgendwie über den Stausee hier. Aber ich bin echt ziemlich zufrieden, wie das jetzt klappt hier mit der Kupplung und so weiter mit dem Schaltwagen. Dafür, dass wir schon länger nicht mehr mit Schaltwagen gefahren sind. So, hier geht's lang. Ich weiß gerade gar nicht, wie schnell wir hier fahren dürfen. Ich fahre gerade einfach mal 60 km/h ungefähr. Jetzt, mir kommt mir irgendwie so ein bisschen so wie Überland hier vor, weil wir so nicht wirklich so Gebäude jetzt hier außen drum haben, nicht irgendwie Wohnhäuser und so. Aber dabei ist es wahrscheinlich eigentlich ja alles hier innerorts jetzt.